Vielleicht bist du Anfänger beim Survival Training und Bushcraft und suchst immer wieder nach günstigen Ausrüstungsgegenständen. Ich habe mir das Amazon Basics Rucksackteil bestellt. Und wenn du wissen willst, was das kann und ob das praxistauglich ist, ja, dann bleib dran. Ja, hallo, willkommen, da ist der René Ostmann vom Survival Shop Berlinsk und schön, dass du dabei bist. Da ist er nun, dieser Amazon Basics 55 Liter Rucksack. Ich habe noch keine praktische Erfahrung, das muss ich zugeben. Aber ich kann dir gleich einmal erste Eindrücke mitgeben. Ich werde ihn in den Langzeittest nehmen und dann können wir darüber sprechen. Also lass ein Abo da, wenn du das erste Mal hier bist. Dann kommst du, ja, am Ende des Jahres 2020 werde ich dann soweit sein, zu sagen, was er kann. So, beim ersten Angreifen habe ich gleich einmal das Gefühl gehabt, das ist nicht unbedingt diese Billigst-Ware, die es ja auch immer wieder gibt bei Army-Shops oder anderen. Wenn man das auspackt, dass du gleich einmal, das musst du gleich einmal 20 Tage irgendwo lüften, weil es so stinkt. Überhaupt nicht, habe ich überhaupt nicht den Eindruck. Auch vom Material her, das ist jetzt nicht so Billigsdorf, es stehen keine Fäden ab. Also das, ja, ich meine, da jetzt vielleicht, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so schön genäht, aber das ist Pipifax, muss ich sagen, für den Preis. Wie gesagt, billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link auf Amazon, wenn du das magst. Und da bin ich einmal positiv überrascht gewesen. Auch das Tragesystem, ja, ist natürlich jetzt vom Einstellen her, ich habe da schon ein bisschen herumgespielt, nicht so fix und nicht so schön und vielleicht auch nicht ganz so stabil ausgebaut, wie zum Beispiel von Tasmanian Tiger oder anderen Qualitätsherstellern. Aber das ist jetzt bei diesem Preis nicht verwunderlich. Die Einstellmöglichkeiten sind auch mal gegeben. Wenn ihr den findet, da rein, das ist immer der Vorführeffekt, aber da stehen wir drüber einfach. Ja. Das geht auch, da kann man einstellen. Dann die Länge hier kann man einstellen. Da ist jetzt die Frage, wie sich das auswirkt, wenn man da ein bisschen. Nein, also das wird auch nicht locker. Das passiert ja manchmal, dass dann genau der Riemen nachgibt. Also der. Wie heißt denn das? Schreibt mal einen Kommentar, wie das Ding da jetzt heißt. Fällt mir jetzt nicht ein. Also die Einstellmöglichkeit nicht fest sitzt, also das sehe ich hier auch nicht, überhaupt nicht. Das ist top. Die Polsterung in Ordnung. Ich meine, wenn ich mein Ridgeback MK3, habe ich mal ein Video gemacht, gebe ich da den Link. Anscheinend, das ist natürlich viel weicher. Das hier ist härter. Aber gut, das ist ein Einsteigerrucksack. Das muss man einfach hernehmen. Das Tragesystem einmal in Ordnung. Das sage ich jetzt einmal so auf die Schnelle. Hier kann man den Brustgurt noch einstellen, das passt alles. Mich würde jetzt interessieren, ob man diese blöden Hüftgurte, die ich zum Beispiel selten mittlerweile noch mehr nutze, weil der Bauch zu groß ist, dass das vernünftig funktioniert. Aber kann man die rausnehmen? Warte mal kurz, ich habe das noch nicht getestet und mache das jetzt live mit dir. Das geht das gar nicht vor. Das ist doch ein Klettdings. Schau, jetzt siehst du, wie ich Ausrüstung teste, nämlich wie ein Eierbär. Ah. Ja, das hat ja funktioniert. Hurra! Nein, dieses Paddel, das brauche ich nicht. Das ist natürlich da jetzt angemacht. Nein, also man kann es runternehmen, aber das ist so einbaut, da müsste ich jetzt herumgehen und dann müsste ich jetzt schneiden, das will ich nicht so. Nein, passt aus. Kann man runternehmen, das passt. Auch hier unten im Rückenbereich, also im unteren Rücken, im Lendenbereich, das ist schön gepolstert, das ist alles in Ordnung. Wir werden das mal austesten. Gut. Schauen wir uns die Möglichkeiten an, was du fixieren kannst. Hier oben irgendein, weiß ich nicht, eine Jacke, eine Regenjacke, so etwas. Dann eben das Deckelfach von außen. Und es gibt auch ein Deckelfach von innen. Der Zip fällt einmal nicht auseinander, wenn man das ein paar Mal tut. Ich glaube, das geht ein bisschen öfter, also das passt alles gut. Dann hier wiederum der innere Teil. Das passt auch alles, also ich kann da jetzt nichts Negatives finden, das ist eigenartig. Ich meine, ich spüre schon, dass das Material nicht so wertig ist wie bei einem, weiß ich nicht, 100 Euro teureren Rucksack, das ist in Ordnung. Auch diese Teile hier sind günstiger verarbeitet, das merkt man gleich, aber ausreichend. Auch das hier, schauen wir gleich einmal, ob das abgeht. Da gibt es ja auch immer wieder diese Stopper, die da einbaut sind, die gehen, wenn man da anzieht, gleich ab. Nein, überhaupt nicht. Jeff Bezos hat volle Arbeit geleistet oder seine Mitarbeiter und Rinnen. Da schauen wir gleich mal da. Auch nicht. Verdammt. Verdammt, ich würde mich so freuen. Nein, nein, stimmt nicht. Ja, ich bin ganz, ganz wertfrei. Ja, ganz wertfrei schaue ich mir die ganze Sache an. Das passt auch alles. Ein großes Hauptfach. Ja, von oben bis unten geht das komplett durch. Ja, man hat hier keine. Oder? Oh ja. Nein. Okay, das gibt es ja gar nicht. Ich hätte mir das wirklich nicht gedacht.
Ja, da gibt es da unten eben dieses das Bodenfach, das gerne für Schlafsäcke verwendet wird. Eins kann ich, was aber unnötig ist, aber das ist eine andere Geschichte. Also das Raid, weil mich immer wieder fragen, passt der Carinthia rein, Defense 4 rein? Nein, der passt das sicher nicht rein, das kann ich jetzt schon sagen. Der Tropen wird reinpassen, so in dieser Größe. Ja. Dann hier, das spüre ich auch gleich, eine Regenhaut. Ist auch gleich dabei. Kannst du den Kopf abdecken oder den Rucksack, ganz davon, wie du magst. Und dass er auch gleich orange ist, das ist in Ordnung. Also nichts für unsere taktischen Leute, für die wäre das nicht so toll. Aber sei es drum, das ist sogar schon markiert, dass da ein Regending sie drin ist. Voll cool. Das irritiert mich jetzt, ja. Aber hier ist das Bodenfach und nein, da ist auch ein Reißverschluss, das kann ich auch aufmachen. Nein. Die haben wirklich nachgedacht beim Arbeiten. Also Jeff Bezos, wenn du dir ein Video von mir anschaust, was ich übrigens nur dringend empfehlen kann, auch für den Jeff Bezos, sich Videos von mir anzuschauen, dann muss ich sagen, ihr habt gute Arbeit geleistet. Ja, das kann man aufmachen. Es ist zwar ein bisschen tricky. Ich schaffe das jetzt auf die Schnelle nicht. Nein, ich schaffe es jetzt wirklich nicht. Aber da ist ein Zip eingebaut. Aber wahrscheinlich bin ich jetzt zu blöd, aber sei es drum. Dann hier hinten hast du die Möglichkeit, da ist dann nochmal so eine kleine Tasche, so wie man das kennt, das siehst du jetzt nicht, aber da kann ich hier komplett von oben bis unten, vielleicht kann man da sogar eine Trinkflasche montieren. Ist da irgendwo ein Auslass für, ich hasse die Teile ja, aber es gibt ja Leute, die da ganz verrückt drauf sind. Das sehe ich jetzt nicht. Ich sehe jetzt keinen Auslass. Nein, sehe ich nicht. Da müsste man sie schneiden. Nein, das ist okay, passt. Mir wäre das wurscht, aber das geht leider anscheinend nicht. Meine, du kannst den Schlauch irgendwo natürlich durchführen, aber es ist keine Öffnung für diesen Schlauch da. Dann zwei Seitentaschen. Ja, beide gleich. Ja, das passt auch. Hier ein Einwege-Reißverschlusssystem für die Fronttasche. Das ist einfach nur eine Tasche, da ist jetzt nichts irgendwie noch zu fixieren, keine Bänder oder was, das ist einfach nur eine Tasche. Soll so sein. Da kann man noch die eine oder andere Ausrüstung anbringen, mit Karabinerhaken zum Beispiel, da um Skistöcke oder Wanderstecken zu montieren. Und auch hier sind zwei so Laschen hier an der Stelle und der Stelle auf der anderen Seite auch. Ja, soll so sein. Dann hier zwei Netztaschen. Ja, also so 0,5 Liter Flaschen, PET-Flaschen oder auch Wasserflaschen werden sicher reingehen. Das geht sich sicher aus, größere auf jeden Fall nicht. So, dann hier eben zum Aufhängen bzw. Trageriemen. Ja, ich finde, das ist eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Für Anfänger auf jeden Fall ein Rucksack, der eine Überlegung wert ist. Ich weiß noch nicht, wie er langfristig ausschaut. Da verspreche ich, mache ich ein Video dazu. Also lass ein Abo hier. Kann alles, was man so braucht. Ich gebe da unten den Link auf Amazon. Schau dir das ganz einfach an, ob das auch etwas für dich ist. Und natürlich, ja, billige Eigenwerbung muss sein. Vielleicht magst du eines meiner Bücher kaufen. Da gebe ich dir da den Link. Hier, ja, da. Ein Abo hier lassen, ein anderes Video, Daumen nach oben oder nach unten, Kommentar schreiben, nicht vergessen, was du davon hältst. Bis dann, dein René Rossmann und ciao.